Oh. Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Leidensgenossen. Ich habe im letzten Jahr ein bisschen was mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun gehabt, wie vermutlich viele andere von euch auch. Wer war nur der Betroffene von euch? Könnt ihr mal... Okay, zu den Begriffen kommen wir dann gleich noch. Wer hat als Verantwortlicher irgendwas wirklich tun müssen? Einer? Cool. Außer Datenschutzerklärung anpassen? Noch was? Okay. Ja, können wir gleich mal gucken. Also ganz wichtig, ich mache hier keine Rechtsberatung. Das darf ich nämlich nicht. Auch wenn die Gesetze öffentlich sind und jeder sich danach richten muss und alles frei verfügbar ist, wenn man nicht Anwalt ist, darf man nicht erzählen, was das bedeutet, was da steht. Ich kann hier also nur mit meinen Erfahrungen hausieren gehen, sage ich mal. Ich hoffe, das reicht. Für Fragen bin ich trotzdem immer offen. Ich kann dann aber immer nur sagen, ich habe das so verstanden, ich würde das so machen. Ich kann euch nicht eine echte Beratung geben, es sei denn, ihr ernennt mich als Datenschutzbeauftragter. Aber das passt vielleicht nicht hier rein. So, ich hatte mehrere Rollen, die kennt ihr ein bisschen, da komme ich dann gleich zu. Warum sollt ihr mir zuhören? Ich berichte aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Ich bringe euch am Anfang noch ein bisschen Fachwissen aus der Verordnung mit. Hoffentlich seid ihr danach noch hier drin und rennt nicht schreiend raus. Ich denke mal, wenn wir alle hier unser Leid teilen, dann wird es halb so schlimm. Und mindestens an einer Stelle weiß ich, dass eigentlich immer ein Lacher kommt, nämlich die Stelle, wo ich sage, ich habe mich freiwillig gemeldet als Datenschutzbeauftragter für meinen lokalen Sportverein. Wie kann man nur so wahnsinnig sein? So, also am Anfang ein bisschen Datenschutzgrundverordnung. Ich habe ein paar Artikel daraus vorbereitet, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Es ist kein Gesetz, es ist eine Verordnung, also reden wir nicht von Paragraphen, sondern von Artikeln. Und dann die 4 Rollen, die ich innehatte. Ich war Informationssicherheitsbeauftragter und erzähle da ein bisschen was. Ich war beim Auftragsverarbeiter angestellt. Und da erzähle ich auch noch ein bisschen was drüber. Dann der erwähnte Datenschutzbeauftragte des kleinen feinen lokalen Sportvereins mit ungefähr 1200 Mitgliedern. Ich habe eine Webseite. Da bin ich somit, wenn ich die betreibe, der Verantwortliche, der Datenverarbeitung muss mich da auch kümmern. Und die 4. Rolle, die werdet ihr kennen, man ist ja selbst betroffen. Ihr seid Personen, eure Daten werden verarbeitet. Da mache ich zum Schluss auch noch einen kleinen Auszug. Was ist die Datenschutzgrundverordnung? So, das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Das Fette ist das Wichtige. Es geht in der Datenschutzgrundverordnung um den Schutz natürlicher Personen, Menschen, nicht um Firmen. Es sollen die Rechte und Freiheiten, was auch immer das bedeutet, geschützt werden dieser Menschen, insbesondere dadurch, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschützt werden. Interessant ist aber das Letzte. In der EU dürfen die Daten nicht behindert werden bei der Übertragung, was auch immer das soll. Also man darf jetzt nicht von einem Land zum anderen sagen, nö, diese Daten werden nicht übertragen. Der wichtige Teil, den die meisten lesen, steht am Anfang. Es geht um die automatisierte oder teilweise automatisierte Verarbeitung. Da denken wir alle immer an Computer. Kann man uns jetzt schlecht vorwerfen. Man könnte aber auch an Matrizenkopierer, die kennt man vielleicht noch die älteren Semester aus der Schule, die haben immer so gut gerochen, das ist auch eine automatisierte Verarbeitung. Da kann man viel reindeuten. Aber auch die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind. Dateisystem, das klingt auch so nach Computer. Ist aber tatsächlich eine schlechte Übersetzung. Was viele nicht wissen, die Übersetzung der Datenschutzgrundverordnung sind gleichberechtigt. Es gibt nicht eine wahre Übersetzung, einen wahren Text und die anderen wurden dann übersetzt, sondern
Die Englische ist gleichwertig wie die Deutsche, wie die Französische, wie die und so weiter. Und es gibt den englischen Ursprungstext, da steht Filing System drin. Dann gab es in der EU den Prozess der Gesetzeserstellung und, nee, Verordnung ist es ja. Dann wurde immer am Text gearbeitet und die Übersetzung ist dann leider irgendwann immer schlechter geworden und da kam dann Dateisystem raus. Es handelt sich tatsächlich hier um die normale Ablage, die wir alle kennen. Also auch Papier. Nicht nur Rechner, sondern wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es natürlich klar, der ganze Kram gilt auch für Aktenordner. Kartons habe ich auch mit hingeschrieben. Sehr beliebt waren die Diskussionen über die Visitenkarten. Hat das einer von euch mitgekriegt, was da passiert ist, als keiner? Also die echten Visitenkarten, nicht digitale, sondern wirklich diese Dinger, die man immer gibt, wo die persönlichen Daten draufstehen. Man könnte jetzt sagen, er ist doch völlig klar, die gibt man aus der Hand, weil jemand anders davon Kenntnis erhalten soll. Ich möchte ja meine Daten weitergeben. Nun geht es aber darum, dass dann ganz viele Leute aufgeregt waren, ja, soll ich jetzt, so wie ich die Visitenkarten bei mir in der Firma auf dem Tisch in so einem Rolldingsbums oder in so einem anderen Ding, wie ich die verarbeite, muss ich die auch irgendwann wegschmeißen, muss ich das aufschreiben in einem Verarbeitungsverzeichnis? War totale Panik, ist völliger Blödsinn. Aber tatsächlich ist es so, sobald man die irgendwie sortiert, muss man da irgendwas mitmachen. Man kann die Visitenkarten in einen Karton schmeißen, den ins Regal stellen, wenn das unsortiert ist, muss man nichts machen. Sobald die Dinger sortiert sind, alphabetisch etwa, muss man was tun. Meiner Erfahrung nach. Das war so der Stand der Diskussion, die ich hier preisgegeben habe, ja. Meiner Erfahrung nach haben dann viel wissendere Leute, vielen Dank für die Anmerkung, gesagt, ist völliger Quatsch, denkt doch mal nach, die Visitenkarten werden auf die Hand gegeben, weil andere Leute davon Kenntnis erlangen sollen. Ich möchte ja, dass man weiß, wer ich bin, wie man mich erreichen kann und so. Anderes. Ich habe keine Zeit mehr auf ihn. Das ist ja auch im Verkehr gebracht, die Informationen. Ja, aber da geht es aber nicht um. Das sind aber Aufnahmen. Das steht immer schön das Alter. Ja, vielleicht hier passt eher die Nummer, dass da ein Autor beisteht des Artikels. Und das ist aber müsste dadurch abgedeckelt sein, dass es zur Erfüllung des Vertrages notwendig ist, dass das da steht. Also wenn du jetzt Redakteur bist, dann ist völlig klar, dass auch der Name mit drin steht, dann kannst du wenig gegen machen. Das ist nun mal so. Weil du angestellt bist, da wird dein Name doch mit reingedruckt und das wäre dann Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B vielleicht. Erfüllung von Verträgen. Ich hoffe, das war richtig. Das ist toll. Ja, was sind denn überhaupt diese personenbezogenen Daten? Das steht da tatsächlich so drin. Also alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hier ist mal ein Semikolon, der Rest ist quasi ein Satz. Das ist ganz schlimm. Eine fürchterliche Definition. Danach muss man sich aber leider richten. Auch hier wieder ein kleines Schlaglicht, das gleich kommt. Erstmal geht es darum, das, was wir alle so kennen, das können wir verstehen. Also direkt oder indirekt ist klar. Das ist tatsächlich neu bei der Datenschutzgrundverordnung. Früher war es so, dass nur die Schlapphüte, wenn nur Schlapphüte was herausfinden konnten über einen, dann war das nicht so mit drin. Aber jetzt über das Indirekte heißt es auch, dass ein Datum, ein personenbezogenes Datum ist, selbst wenn der Geheimdienst das noch herausfinden kann. Sowas wie IP-Adressen. Gut, das sind jetzt auch noch Kennungen, aber IP-Adressen waren das große Problem. Die sind jetzt auf einmal personenbezogen, anders als früher. Deswegen müssen wir uns darum kümmern. Und da ist es halt so, dass der normale Mensch IP-Adressen nicht personenbezogen zuordnen kann. So richtig kann man das ja auch wirklich nicht. Du kommst ja nur an die Schnittstelle ran. Aber auch jetzt im praktischen Fall wäre es ja so, wenn man was feststellt, geht der Staatsanwalt los, geht zum Provider, der guckt dann in die Logs und da findet man raus, wann ein Rechner eine IP-Adresse hatte. Aber das reicht schon. Also irgendwo steht auch in einer Fußnote mit drin, dass IP-Adressen dann immer noch da mit runterfallen. Deswegen
muss mir diesen ganzen Hack mit bei den Webseiten machen. Steht gar nichts von links. Natürlich, hier steht es aber links. Nein, im Links. Es geht ja darum, dass jemand als Datenschutzverordnung früher praktisch keinen Geburtstagszug im Schienenhandels hat. Okay. Ja. Historiker sind übrigens völlig ausgenommen. Also die dürfen weiter Dinge tun. Nein, meiner Auffassung nach. Aber das stand doch irgendwo. So, hier zum Schluss kommt noch was Schönes. Wenn jemand identifiziert werden kann, dadurch, dass irgendetwas Ausdruck der, das lese ich jetzt mal ab, physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Personen sind, kann man ganz viel reindeuten. Kein Mensch hat bisher wirklich so weit sagen können, was das wirklich bedeuten kann. Das kann sogar so weit gehen. Haben wir gerade ein schönes Beispiel? Nee. Wenn man mich immer mit einer bestimmten Kaffeetasse in der Firma sieht und weiß, das ist Gregors Kaffeetasse und ich die hinstelle, weil ich irgendwo mal bei einer Veranstaltung bin und diese Tasse fotografiert wird, dann kann man dadurch argumentieren, dass man darüber ja feststellen kann, dass ich an dieser Veranstaltung teilgenommen habe, weil man nur weiß, dass das Ausdruck meiner Identität ist, dass ich immer mit dieser Tasse rumgelaufen bin. Und sowieso, weil ja meine Fingerabdrücke drauf sind. Das ist meiner Meinung nach total absurd. Es fehlt auch noch die richtige Rechtsprechung dazu, natürlich. Also wir haben noch gar keine Urteile, die danach irgendwas mal als Hilfe an die Hand gegeben hätten. Das ist so, das auch das große Problem. Ja. Zwischenfrage, hast du was dagegen, wenn ich Fotos und der Twitter veröffentliche? Nein. Ich denke, das ist auch damit abgedeckt, dass ich unterschrieben habe, dass das Foto veröffentlicht wird. Von daher kann ich dann. Das Video, ja, dann kann ich wenig auch noch dagegen sagen, dass. Ich bin in der Funktion als Londoner Power-Shop mit dem Twitter-Account von denen unterwegs. Das ist eine andere Entität. Um Gottes Willen, ja, da muss ich leider erstmal fragen, wie die Datenverarbeitung denn so ist. Hast du mit Twitter einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen? Haben die sowas? Über die AGBs. Die Nutzungsbedingungen. Implizit geht nicht. Wo wir schon dabei sind. Das ist soweit richtig. Da gibt es auch eindeutige Aussagen zu. Als Organisation darf man nicht so ohne weiteres WhatsApp einfach verwenden. Warum nicht? Weil, wenn man WhatsApp das erste Mal aufruft, gefragt wird, darf ich alle deine Kontakte haben? Dann sagt man ja, weil man es sonst ja nicht verwenden kann. Das wird dann über einen großen Teich gepustet. Das verlässt die EU. Somit müsste man darauf hinweisen. Das heißt auch, dass man jeder Person, die in seinem Adressbuch drinsteckt, vorher mal fragen muss, bevor man WhatsApp installiert. Das kriegen nur große Firmen in Griff, die ein Mobile Device Management haben. Die können das, soweit ich weiß, soweit beschränken, dass man das in Griff kriegt. Aber als kleine Firma hast du sowas ja normalerweise nicht. Das betrifft nicht das familiäre Umfeld. Das familiäre und persönliche Umfeld ist davon ausgenommen, von der Datenschutzgrundverordnung. Someone is giving a talk about the GDPR, and because we don't have a contract with Twitter, we're not going to give any more details. Yeah, right. Ja, right. Ja. Das ist ja schon davor abgedeckt, eigentlich. Wie ist denn die Firma an diese Telefonnummer gekommen? Auf unklaren Wegen. Das ist doof. Deswegen haben ganz viele Firmen um Ende Mai rum ja auf einmal Mails geschickt. Dürfen wir die weiterhin ein Newsletter schicken? Genau, dann kommen die Telefonnummern an. Wie kommt das Telefon? Der ist schon davor geschickt. Ja. Also, ich kann ja nicht was. Kann ja nicht Situation kommen, weil die Telefonnummer gar nicht da haben. Es geht ja auch um die Telefonnummer, wo du Mitarbeiter hast. Du hast das ganze Mitarbeiter, die das ganz kompliziert. Das ist ganz anders. Beschäftigen Sie sich mit dem.
Also da musst du tatsächlich, also ganz viele, eigentlich alle, waren ja total panisch und haben dann das erste Mal in ihrem Leben jetzt den Datenbestand wirklich nochmal durchgeführt. Das ist gerade natürlich fertig geworden. Irgendwann hat man gesagt, das reicht jetzt erstmal. Solange keiner kommt, keine Aufsichtsbehörde und fragt, werden wir jetzt ein bisschen ruhiger und versuchen, das mal in den Griff zu kriegen. Aber du hast natürlich das Problem, dass du nachweisen musst, wie du an diese Telefonnummer gekommen bist. Sonst? Ja. Ja, der ist ja aber passiert. Und da hast du als Verantwortlicher der Verarbeitung das Problem, dass du nachweisen musst, wie du an diese Nummer gekommen bist. Ansonsten musst du sie löschen. Meiner Meinung nach. Ja. Okay. Noch ein paar Grundsätze, die wir eigentlich kennen aus dem Bundesdatenschutz von früher. Andere Länder in Europa hatten sowas nicht in der Form. Transparenz. Man soll darüber informiert werden, wie die Daten verarbeitet werden. Frag doch nochmal nach bei Twitter, vielleicht kriegst du das ja irgendwie raus. Zweckbindung heißt, die Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie erhoben wurden, verarbeitet werden. Wenn ich also eine E-Mail-Adresse gekriegt habe, die für ein Newsletter da ist, darf ich die nur für den Newsletter nehmen und nicht, um wild irgendwelche Marketing-Aktionen daraus zu feuern. Also es sind nur Sachen, die für die, das, was man vorhat, erholen kann. Mhm. Das ist ja klassisch schon der Ort, dass man alle Daten, wir setzen sie nur für Daten, und das ist ja kein, ja. Sondern so, wie man dann sollen die Daten richtig sein. Das berühmte Recht auf Vergessen, was durch die Presse ging, das ist also nicht nur eine Begrenzung von der Menge der Daten, die gespeichert werden, sondern auch mal zeitlich. Irgendwann sollen die weg. Und man soll auch Rechenschaft darüber ablegen, was auch immer das denn genau bedeuten soll. Ein paar Auszüge. Man soll geeignete Maßnahmen treffen und dann die Verarbeitung in einer klaren und einfachen Sprache übermitteln. Das ist dann genau die Datenschutzerklärung, die wir alle verfassen durften. Da muss für normale Menschen verständlich drinstehen, was da passiert. Das haben wir aber schon in diesem Artikel schon. Normale Sprache. Ja, ich finde die gar nicht mal so schlecht. An einigen Stellen ist das ein bisschen schräg und man fragt sich, was das bedeuten soll. Also speziell das eben, was sind personenbezogene Daten, das ist so eine Definition. Da könnte man das noch ein bisschen netter aufteilen, aber das geht. Das mit den geeigneten Maßnahmen ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht vorschreibt, genau wie man was tun muss, sondern man muss nachdenken. Es kommt ganz oft geeignete Maßnahmen angemessen und so weiter drin vor. Man muss abwägen, beurteilen. Es gibt kein einfaches Kochrezept. Was wäre denn jetzt die klare und einfache Sprache? Wer hat so einen Datenschutztextgenerator verwendet, als er die Datenschutzerklärung geschrieben hat? Keiner. Also im Akt habe ich einen Link hinterlegt, datenschutz-generator.de ist das, glaube ich, von einem Rechtsanwalt. Könnt ihr mal raufgucken, da kann man sagen, ich habe auf meiner Webseite das, ich habe das, ich habe das, ich habe Affiliate-Links, ich habe einen Shop. Da unterteilt er sogar nach den unterschiedlichen Shops. Ich habe Newsletter mit Mailchimp zum Beispiel. Ich habe ein CDN und das ist dann Cloudflare. Oder ich habe das und das und das. Und dann kann man da die Daten eintragen. Man drückt auf den Knopf, kriegt dann hinterher so einen Roman, der sich genauso liest wie AGBs. Da ist dann alles drin aus rechtlicher Sicht. Aber ich bezweifle, dass das klar und einfach und verständlich ist. Das ist wenig hilfreich. Das Problem, dass wir angegeben haben, was wir alles nicht haben. Keine Cookies, keine Skripte, kein gar nichts, keine Verarbeitung, nichts abgespeichert. Nur die IP-Adresse, die vom Provider gespeichert wird, eine statische Seite aus. Ja. Da kam gar nichts raus, weil da war ja nichts mehr da, was irgendwie schützenswert gewesen wäre. Wir haben ja dann keine, also die IP-Adresse, keine Daten, die Personenbezogen gewesen wären.
Müsste stimmen, ja. Nein, habe ich auch nicht. Wenn du darauf zugreifst auf eine Seite von Interpretation, ja, dann ist kein Name, kann gar nichts. Es ist einfach eine statische Seite, die ausgeliefert wird. Ganz normale Access-HTTP. Hm. Da kommt man rein, dann haben wir eine Impressum drin, da müssen wir Datenschutz drauf beziehen und schreiben, welche Daten wir verarbeiten, dann steht dann wieder, dass wir keine Daten haben. So, nur ein paar Sätze dazu, was ich als Informationssicherheitsbeauftragter erleben konnte. Die Auftragsverarbeitung nebenbei wird in den Artikeln 24 bis 43, könnt ihr nachlesen, ausgeführt. Was ist denn das? Das ist eine weisungsgebundene Verarbeitung der Daten. Ich als Auftraggeber entscheide über Zweck und Mittel, heißt es ja so schön. Zweck ist dann was und warum, Mittel sind dann wie. Praktisches Beispiel für euch, wenn ihr eine Webseite habt, der Hoster. Mit dem müsst ihr einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Warum? Weil der die IP-Adressen protokolliert. Warum macht er das? Weil er den Betrieb sicherstellen möchte, weil er vermutlich Angriffe abwehren möchte und dann wertet er irgendwas aus und guckt da mal und das müsste alles meiner Meinung nach in die Datenschutzerklärung rein. Manchmal machen das Leute. Als Informationssicherheitsbeauftragter hatte ich dann auch gerne mal das Vergnügen mit Kunden zu telefonieren, zu mailen, die dann nachgefragt haben, ja, die IP-Adressen, stehen die da etwa vollständig drin? Dann könnte derjenige identifiziert werden. Anonymisiert das doch mal ein bisschen oder schmeißt wenigstens die letzten Ziffern so ein bisschen weg. Denn zur Angriffsabwehrung müsste es ja eigentlich auch ausreichen, dass man die nicht vollständig speichert. Das wurde sehr bunt in der Unterhaltung. Ein Beispiel für so eine Auslagerung der Verarbeitung wäre so ein Bewerbermanagement. Bei so einem Hersteller dieser Software habe ich gearbeitet. Das sind haufenweise personenbezogene Daten. Das sind diese Masken, wo man einträgt, ich heiße so und so und Lebenslauf hochladen, Fotos, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, alles. Und dann wird das übertragen. Und natürlich haben wir dann die personenbezogenen Daten verarbeitet. Also muss es einen Auftragsverarbeitungsvertrag geben, wo alles drin stand, was wir dann so getan haben. In der Schulung über den Datenschutz, die ich dann genießen durfte, als ich beim Sportverein der Datenschutzbeauftragte war, habe ich dann gelernt, dass Steuerberater zum Beispiel keine Auftragsverarbeitung machen. Die, wenn die Steuererklärung machen, die kriegen ja eigentlich alles von euch. Die kriegen Name, Anschrift, Telefonnummer, Konfession ist sogar eine besondere Kategorie, müsste besonders geschützt werden eigentlich, wissen die auch. In welcher Kirche man, nee, ja, was steckt da dann drin, dieser ganze Kram, aber den Steuerberatern kann man nicht vorschreiben, wie sie arbeiten. Da, die werden euch einen Vogel zeigen. Deswegen kann man nicht die Mittel von denen bestimmen. Also das ist keine Auftragverarbeitung. Arztpraxen genauso wie nicht. Das wäre ja wohl noch schöner. Ist hier ein Informationssicherheitsbeauftragter im Raum? So halb? Okay. Hat ganz viel mit CIA zu tun. Heißt rein zufällig so. Ist halt die Abkürzung. Also die Schutzziele des Informationssicherheitsbeauftragten. Vertraulichkeit, Unversehrtheit der Daten, Verfügbarkeit. Also Vertraulichkeit darf nur derjenige, der die Rechte hat, die Daten sehen. Unversehrtheit sind die Daten vollständig und hat dann niemand dran rumgefummelt. Verfügbarkeit, kann ich die in der Zeit, in der ich die Daten haben möchte, auch bekommen. Früher war das IT-Sicherheit. Irgendwann haben die Leute dann gemerkt, ja, das mit diesen Computern ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also wir wollen ja damit was tun und dann ist man auf die Idee gekommen, dass das noch viel größer ist, das Gebiet. Deswegen ist es nicht mehr IT-Sicherheit, sondern Informationssicherheit. Damit hat man dann auch den ganzen Personalkram mit drin. Personalakten, Schlüssellisten, auch ein schönes Beispiel. Wenn sich diese Daten bewegen, dann ist es Cybersicherheit. Es sei denn, du gibst den Aktenordner weiter. Irgendwann tut es vielleicht nur noch weh.
Es gibt einen Informationssicherheitsbeauftragten, der spricht für die Organisation. Der arbeitet zum Beispiel beim Internetprovider und möchte sicherstellen, dass Angriffe abgewehrt werden. Deswegen sagt er, alles protokollieren. Möglichst genau, weil man das alles rauskriegen möchte. Der Datenschutzbeauftragte vertritt die Betroffenen. Der vertritt nicht die Organisation, die ihm Geld zahlt. Es gibt auch Organisationen, die kein Geld zahlen. Sondern der Datenschutzbeauftragte kümmert sich darum, dass diese Asymmetrie ausgeglichen wird. Denn das ist auch ganz interessant, was ich mittlerweile gelernt habe. Man wusste nie so recht, was Datenschutz eigentlich bedeutet. Werden die Daten geschützt? Wenn ja, vor wem? Oder geht es um die Leute oder um irgendwas anderes? Deswegen ist jetzt auch ganz schön, in der Datenschutzgrundverordnung steht mal drin, was das bedeutet. Und allgemein geht es in die Richtung, dass man sagt, die Organisation, egal wie groß sie ist, ist immer mächtiger als der Einzelne. Deswegen muss es jemanden geben, der den Einzelnen vor dieser bösen Organisation schützt, damit die nicht irgendwas machen kann damit. So, ach, jetzt muss ich mal selber Luft holen. Das wird jetzt lustig. Also Gegenspieler, natürliche Gegenspieler, Widersacher. Jetzt kommt Artikel 32, die Sicherheit der Verarbeitung. Also, jetzt ist auf einmal IT-Sicherheit, Informationssicherheit eine Untermenge vom Datenschutz. Wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, denn davon reden wir ja hier. Und jetzt soll doch bitte jeder Verantwortliche sicherstellen, nach Stand der Technik und nachdem, wie teuer das ist und was da gemacht wird und wie wahrscheinlich das Risiko ist, da soll er dann jetzt geeignete Maßnahmen ergreifen, damit die Daten geschützt werden. Stand der Technik ist interessant. Was bedeutet Stand der Technik? Stand der Technik bedeutet das, was am Markt, das Beste, was am Markt verfügbar ist. Darunter ist, oder darüber, je nachdem wie man will, Stand der Forschung. Das ist halt nicht einsetzbar für normale Menschen oder Organisationen. Deswegen einfach nur das Beste, was man kriegen kann am Markt. Praktisches Beispiel für uns, HTTPS. Es gibt keinen Grund mehr zu sagen, ich mache kein HTTPS. Das ist mittlerweile ganz einfach. Deswegen habe ich zum Beispiel den Hoster gewechselt, weil mein alter Hoster wollte, dass ich Geld zahle für das Zertifikat. Habe ich nie gesagt. Gibt mir Let's Encrypt. Habe ich mal einen gesucht, der Let's Encrypt hat. Also habe ich jetzt Zertifikate. Das hat auch den Punkt hier elegant eliminiert. Es hat mich nicht mehr gekostet. Und da muss man halt beurteilen, Zwecke der Verarbeitung, wofür mache ich die Verarbeitung? Und das nächste ist dann Risikobewertung. Man muss auf einmal eine Risikobewertung machen. Wusste ich vorher auch nicht, wie das geht. Und wenn man das alles gemacht hat, soll man dann sagen, okay, jetzt ergreife ich geeignete Maßnahmen. Das ist auch wieder diese Abwägung, die da drin steckt. Es steht nicht drin, was man machen soll. Allerdings geht er noch weiter. Da steht doch was. Netterweise gibt die Datenschutzgrundverordnung mal so ein paar konkrete Sachen, was man denn machen könnte. Deswegen haben ganz viele dann auch diese Punkte eigentlich so genommen und gesagt, das müsst ihr machen, das steht da so drin. Ja. Verschlüsselung. Pseudonymisierung ist am Anfang. Das nächste wird dann schon ganz interessant. Man soll das auf Dauer sicherstellen. Das ist so ein bisschen auch auf Dauer, ja, das heißt, man muss es anpassen. Man muss quasi ständig diese Risikobewertung neu machen. Stand der Technik muss man am Dorn im Blick behalten, immer wieder raufgucken, damit man auf Dauer das da sicherstellen kann. Verfügbarkeit, bla bla bla, rasch wiederherzustellen. Man braucht einen Wiederherstellungsplan, Anlaufplan. Da haben kleinere Firmen vielleicht sich noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und das ist auch noch schön. Das auf Dauer sicherstellen hat einen ganz klaren Impact. Man für ein Asset bei Amazon jetzt vielleicht vorher und dann kann man sich eben ein beliebiges Verschlüsselungsverfahren machen, wenn es klappt. Dann hat man das in einem Tag oder vielleicht auch eine Stunde geschafft. Und da Amazon dann plötzlich daherkam, ich will jetzt keine böse reden, aber sagen wir große Cloud-Anbieter, die anderen sind genauso gut oder eigentlich nicht. Da weiß man jetzt keine
im Augenblick bekannte Beschlüsselungsmethode, und wenn man noch so lange rechnet, wird lange genug sicher sein, dass das hier jetzt auch noch ein paar Monate geht. Deswegen muss man drauf gucken. Also immer wieder eigentlich das Gehens dauerndes Self-Observing, was schon wieder wie stark kommuniziert wird. Ja, da gibt es vielleicht den Informationssicherheitsbeauftragten, der sich darum kümmert, dass es Prozesse etabliert werden. Das ist, das mache ich nicht mehr. Das ist ja vorbei jetzt. Ich bin jetzt kein ISB mehr. Und auch noch was Schönes. Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung, dass der Kram, den man sich da ausgedacht hat, auch wirksam ist. Das ist ein Pentest. Das wurde so gedeutet und wird, glaube ich, immer noch so gedeutet, einmal im Jahr einen Pentest machen lassen. Rüberlaufen lassen, eine Firma holen, die sich das anguckt und dann sagt, ob das alles noch wirksam ist. Also ganz viele Sachen, die früher schwammig waren, sind die schon ziemlich festgezurrt. Früher konnte man sagen, ja, wir haben uns da was überlegt. Hier steht jetzt, dass man muss auch wieder rübergucken regelmäßig. Man muss sicherstellen, dass es auf Dauer funktioniert, dass es angemessen ist. Man braucht eine Risikobewertung. Das ist also schon eine Menge Holz. So, das hatte ich schon gesagt. Informationssicherheit ist jetzt Teil vom Datenschutz. Ja, man muss das auch alles nachweisen. Wenn die Aufsichtsbehörde vorbeikommt, dann möge man doch bitte nachweisen können, dass man auch regelmäßig geprüft hat. Was heißt das? Man muss es aufschreiben. Dokumentation. Und jetzt wieder aus meiner Erlebniswelt als ISB bei dem Auftragsverarbeiter. Jeder Kunde hat natürlich eine andere Sichtweise und man ist dann andauernd am Reden, wie man das sieht. Und was heißt denn jetzt angemessen? Wenn man Kunden hat, die eher so in der Bankenwelt unterwegs sind, haben die völlig andere Anforderungen als Industrieunternehmen oder kleinere. Im Gesundheitssektor wird dann auch wieder interessant. Die werden dann teilweise sehr nervös. Wir hatten Glück, wir haben eine Zertifizierung nach ISO 27001 gehabt. Wer kennt die Norm? Danke, das war früher IT-Sicherheit, das ist dann jetzt auch Informationssicherheit. Ist ganz toll, wenn man das vorher schon hat. Unser Datenschutzbeauftragter hatte uns damals auch bescheinigt, ja, ihr müsst euch nicht so viel Sorgen machen. Eigentlich müsst ihr nur dafür sorgen, dass ihr ein Löschkonzept habt. Das habe ich jetzt nicht. Und dass ihr die Verträge anpassen müsst. Es heißt nicht mehr Auftragsdatenverarbeitung, sondern Auftragsverarbeitung und es ändern sich noch so ein paar Sachen. Kümmert euch mal rechtzeitig drum. Der Rest, wir hatten das alles. Risikobewertungen, Pentests und so weiter. Da haben wir Glück. So, der Sportverein. Ich habe hier gerufen, ich mache das gerne, weil unser Sportverein sehr nervös war. Denn es ist so, dass, also ich wohne in Niedersachsen. Im Süden Hamburgs, Norden Niedersachsens und für uns ist der Niedersächsische Sportbund dann zuständig und der hat 4 Wochen vor der Wirksamkeit der Datenschutzgrundverordnung sich mal gedacht, wir schulen jetzt mal die Sportvereine so ein bisschen. War das der Termin, wo ich dann mit war, weil andere sehr, sehr nervös waren. Der ist ein bisschen spät. Wenn ihr jetzt dran denkt, was ich eben gezeigt habe, was man alles machen muss, auch als Sportverein, in seiner Freizeit ehrenamtlich, ist 4 Wochen doch vielleicht ein bisschen knapp. Und es ging auch vielen anderen so, die sich gesagt haben, das ist aber kacke. Also wozu haben wir denn die Innungen, den Dachverband, die IHK, alles Mögliche, die uns, wir zahlen dann Mitgliedsbeiträge, die sind dafür da, dass sie uns rechtzeitig darauf hinweisen, dass wirksame, große Gesetzesänderungen kommen und wir uns vorbereiten müssen. Die fühlten sich alleine gelassen. Einige waren panisch, andere waren total entspannt, haben gesagt, ja, das ist halt so ein Gesetz, was es nicht ist. Da kümmern wir uns drum. Interessant ist, dass Mitgliedschaft in einem Verein quasi ein Vertrag ist. Wie viel Zeit habe ich noch? 6. Toll. Ich werde wohl in die Mittagspause reingehen. Es soll Datenschutz eine Chefsache sein, also muss der Vorstand in diesem Fall sagen, haben die Frankfurter per Morgen das bestimmt auch gemacht, die haben gesagt, wir kümmern uns drum ganz oben. Es gibt einen Vorstandsbeschluss. Ich wurde dann halt benannt. Wir haben nochmal so eine kleine Risikobewertung gemacht, denn bei einem Sportverein mit 1200 Mitgliedern, welche Daten werden da verarbeitet? Man will mal die Rechnung stellen, also Mitgliedsbeiträge einziehen, das heißt, man hat eine Kontonummer, man weiß, wo die Leute wohnen, damit man die ordnungsgemäß, satzungsgemäß einladen kann oder ansonsten irgendwie anschreiben kann.
das ist jetzt nicht so wahnsinnig massig, was da an Daten anfällt. Trotzdem muss man es tun, ist so. Vereine sind auch mit drin. So eine Organisation ist nicht familiär und persönlich, also müssen Vereine auch alles machen. Fanden auch alle Vereine extrem blöd. Aber da kommt jetzt rein, dass alles angemessen sein muss. Man kann sich da halt angucken und sagen, ja okay, der Datenschutzbeauftragte und der Vorstand haben halt gesagt, naja, die Rechte und Freiheiten sind jetzt nicht so sehr bedroht, wir müssen jetzt nicht panisch werden und Hochdruck alles machen. Immer schön Sutsche, trotzdem, wir müssen erkennen, was wir machen und dann wird das halt priorisiert, eingekippt und wenn man das dann noch ein paar Mal aufschreibt, dass in der Vorstandssitzung darüber geredet wurde, dann kann, falls mal die Aufsichtsbehörde vorbeikommt, man sagen, wir sind dran. Es ist nicht so, dass wir nichts getan haben. Ob das reicht? Ich glaube nicht, dass irgendeine Aufsichtsbehörde mal einen kleinen Verein anguckt. Hier war ganz schön, seit 2016 hatten wir schon Datenschutz in der Satzung drin, denn die Satzung für einen Verein ist ungefähr das, was die AGBs für eine Firma sind. Da muss irgendwas mit Datenschutz rein. Da muss zumindest stehen, das hier ist unsere Datenschutzordnung. Da findet ihr die. Große Unsicherheit waren Fotos. Das war ganz schlimm. Nicht nur im Verein mit Übungsgruppenleitern, sondern auch mit den Vereinsmitgliedern, die dann gefragt haben, ja, darf ich jetzt noch ein Foto machen? Darf ich das veröffentlichen? Du hattest vorhin das Beispiel mit der Zeitung. Wenn wir eine Sportveranstaltung haben im Verein, die schon immer veröffentlicht wurde, mit Ergebnissen, mit Namen, mit Zeit, daraus könnte man die Gesundheit des Läufers ableiten und so weiter. Und warum ist das denn so kompliziert, wenn man sich die Verordnung anguckt? Das sind ja 99 Artikel und da blickt man ja gar nicht durch. Da habe ich gelernt, die Datenschutzgrundverordnung ist ein Sekundärrecht. Auch wenn die Datenschützer das gerne hören, nicht gerne hören, der Datenschutz ist nicht das Wichtigste. Es gibt noch wichtigere Dinge. In Deutschland ist es wohl so, dass das KUG, Kunst- und Urheberschaftsgesetz oder so ähnlich, noch darüber steht. Das ist tatsächlich rechtlich momentan ungeklärt. Es gibt da immer mal wieder neue Mitteilungen. Da sollen mal Urteile kommen. Danke. Man weiß es nicht. Es gibt keine Urteile. Eigentlich müsste das in Ordnung sein, dass weiter veröffentlicht wird, aber es gibt keine Urteile. Und dann haben wir noch das Problem, dass mal ein Schiedsrichter ein Spiel nicht anpfeifen möchte, weil jemand sein Kind filmt. Weil dann ja andere Kinder mit drauf sind und Kinder sind ja sowieso noch extra geschützt. Und da geht es noch weiter. Ergebnisse hatte ich. Jetzt komme ich zu meiner Webseite. Ich habe noch 2 Minuten. Wie viele Minuten gebt ihr mir vom Mittagessen? Vielleicht interessiert euch das am meisten, weil ihr Webseiten betreibt. 12 Minuten? Also wir sind zu 2/3 durch. Den Rest kann ich ja dann einfach weglassen. Also, ich habe einen Blog betrieben. Betreibe ich auch immer noch. Das war auf WordPress mit Plugins. Weil es ja so einfach ist. Man kann sich das alles zusammenklicken. Alle sagen ja immer, nimm das Plugin, nimm das Plugin, nimm das Plugin. Dann kannst du das hier noch aktivieren. Mach Jetpack an, dann kriegst du automatisch schöne Statistiken, kann sehen, wie die Leute vorbeikommen, wann. Und das machen alle so. Also was könnte da schiefgehen? Dann ging es langsam los. So sah das mal aus. Das kennt ihr vielleicht. Also es gibt hier neueste Kommentare, dann neueste Beiträge. Kommentare könnt ihr euch schon denken. Da schreiben halt Leute, wann sie das gemacht haben. Und irgendwie Navigation. Das hier ist, naja, nach dem Hack, da war dann schon alles irgendwie halb kaputt. Ich habe dann mal geguckt, ja, welche Plugins habe ich denn da? Brauche ich die alle? Das ist so der Zweck der Verarbeitung. Was will ich eigentlich mit der Webseite erreichen? Brauche ich alles, was ich da drin habe? Nein, brauche ich nicht. Ich habe dann ganz viel abgeschaltet, wie ganz viele andere. Nur so ein paar Schlagworte. Wer hat bei seinen Kommentaren in einem WordPress-Plugin Gravatare angehabt? Keiner? Hat kein WordPress? Ja, muss man halt darauf hinweisen. Die kommen ja von, ich weiß nicht, wo das jetzt sitzt. Das sind dann auf einmal Bilder, wenn jemand bei seinem Gravatar wirklich ein Foto hinterlegt hat. Das ist ja noch viel schlimmer. Dann werden...
Wie bitte? Er hat es reingestellt selber. Also wenn ich mir das ins Web reinstelle, ja, dann bin ich doch derjenige, der es da reinstellt. Ja. Jein, also wenn du bei Gravatar das konfiguriert hast, dann hast du bestimmt auch deren Datenschutzerklärung gelesen. Da schreiben sie, dass wir jedem, der sich hier anbindet, das schicken. Das hast du akzeptiert, das ist alles in Ordnung, wahrscheinlich. Trotzdem ist es so, wegen Artikel 12 der Transparenz, meine ich, dass du als Betreiber der Webseite natürlich darauf hinweisen musst, dass in den Kommentaren das geholt wird, damit man das mitkriegt, damit man dann auf dieser Information entscheiden kann, ob man auf dieser Webseite weiter unterwegs ist. Ist ein bisschen verquer. Dann, um die Spammer aus den Kommentaren rauszuhalten, muss man ja normalerweise im Kommentarfeld oben seine E-Mail-Adresse anlegen und das noch bestätigen. Personenbezogenes Datum. IP-Adressen stehen bestimmt auch irgendwo. Garantiert protokolliert das der Hoster. Wie lange protokolliert das der Hoster? Meiner macht 6 Wochen. Ist vielleicht in Ordnung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es schon viel zu lang. Weiß man alles nicht. Webforms. Sollen ja auch, das war ja gerade die Idee. Also man könnte meinen, dass mit diesem HTML und so, die Idee dahinter ist, dass man Webseiten verknüpft und nicht alles immer lokal selber speichert und jemand anders das darstellen könnte. Das wird ja so ein bisschen konterkariert. Webfonts, wenn man die einbindet, muss man das hinschreiben, dass sie von Google geladen werden. Statistiken, Jetpack, hatte ich gesagt, muss man hinschreiben. YouTube-Videos einbinden, das sind dann diese netten Hinweise, die ihr vielleicht gesehen habt, dass jetzt manche Leute unter den Videos hinschreiben. Übrigens, wenn du hier raufklickst, dann werden deine Daten jetzt übertragen. Und ja, Mailinglisten ist dann halt auch interessant, welche Mailinglisten-Anbieter man so hat. Newsletter, genau das gleiche, Affiliate-Links. Und man braucht auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit seinem Hoster, mit Mailchimp, mit Dann dachte ich mir, super, da gibt es ein Plugin, das mir hilft bei der Datenschutzkonform Umsetzung von allen möglichen. Das war scheiße programmiert und auf einmal hatte ich eine Hutschell, dann wurde meine Seite zum Pillendreher umgelenkt. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann habe ich mit meinem Muster geredet, der hat dann gesagt, ich sperre hier alles. Also sofort gesperrt, das ist auch ein Grund, die haben sich blöd angestellt, deswegen bin ich auch gewechselt, nicht nur, weil die Zertifikate daraus kosten. Dann habe ich aufgeräumt. Da aber kam dann raus, ich kann nicht mehr veröffentlichen. Das ist das Schlimmste, wenn man schreibt. Man kann nicht mehr veröffentlichen. Also alles neu. Jetzt ein weiterer Exkurs. Meldepflichten. Wenn man gehackt wurde, könnte es sein, dass man das melden muss. Nichts Genaues weiß man aber hier auch nicht so recht. Natürlich gibt es keine Urteile. Gewisse Ereignisse muss man melden. Früher war es häufig so, dass gehackt wurde, dann hat man das vielleicht rausgekriegt, die Firmen haben das irgendwie verschwiegen, aber jetzt muss man das melden. Und wann ist dann jetzt ein Ereignis, ein Vorfall? Wann ist ein Vorfall ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung? Es gibt da 2 Artikel, die habe ich hier jetzt nicht vorbereitet, die sind unglaublich lang. Die Kurzfassung ist, binnen 3 Tagen muss man melden. Man muss. Warum 3 Tage? Weil das Wochenende mit drin ist. Wenn Freitag was passiert, spätestens Montag. Da braucht man auch die Risikobewertung wieder. Man kann nicht sagen, irgendwas ist passiert, wir wissen nichts genau, sondern man muss detailliert sagen, was passiert ist, wer betroffen ist, in welchem Umfang, was man gedenkt, jetzt zu tun, wie man gedenkt, zu reagieren, damit das nicht nochmal passiert. Das haben jetzt einige Firmen machen müssen. Netterweise habe ich jetzt hinterher gesehen, gab es von den Hamburger Datenschutzern, von der Aufsichtsbehörde, eine Meldung. Den Link findet ihr bei ACT dazu. Ich habe das hier mal rausgezogen. Das hier ist die Spalte, muss man das der Aufsichtsbehörde melden, das hier den Betroffenen, Artikel 33, Artikel 34. Das passt so ein bisschen zu deinem Vortrag, geleakte Daten. Das muss man jetzt schon melden. Die Liste ist noch deutlich länger, da könnt ihr mal reingucken. Das hier ist auch ganz interessant.
Eigentlich wurde immer gesagt, ja, Verfügbarkeit ist ja nicht ganz so wichtig wie Vertraulichkeit. Also nur wenn man auf die Daten nicht zugreifen kann, muss man das ja nicht, ist ja nicht so schlimm, muss man nicht melden. Aber hier, wenn da jetzt was passiert, in Krankenhäusern könnte das schon wichtig sein, dass auf Patientendaten zugegriffen wird. Und das kann wirklich, wirklich unangenehm werden. Also es geht jetzt los mit den Bußgeldern. Google hat von den Franzosen 50 Millionen Euro aufgedrückt gekriegt, weil sie nicht einen Vorfall hatten oder nicht, weil sie das nicht gemeldet hatten, sondern weil sie in der Datenschutzerklärung nicht vernünftig auf irgendwelche Sachen hingewiesen haben. 50 Millionen ist jetzt schon mal nicht schlecht. Wem sagt Knubbels oder Schnüffels oder so ähnlich heißt die Plattform was? Knubbels? Knuddels, danke. Älter als Facebook, nicht ganz so groß wie Facebook und nicht ganz so bekannt. Die haben die tolle Idee gehabt, dass, das ist eine Plattform für Kinder und Jugendliche wohl, die tolle Idee gehabt, dass sie verhindern wollen, dass die Personen, die User in den Chats das Passwort sich gegenseitig zuschicken. Warum auch immer die das machen sollen. Sie haben in der Datenbank wohl richtig die Passwörter verschlüsselt, verhasht, alles, was man machen soll, aber trotzdem noch irgendwo anders im Klartext das Passwort liegen lassen, damit man eben prüfen kann, ob im Chat das Passwort im Klartext übertragen wird. Also ein bisschen schräg. Das kam raus. Die haben dann gesagt, ja, wir machen da mal was, haben wohl eng mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet. Deswegen kam nur ein Bußgeld von 20.000 raus. Aber es waren wohl auch Millionen Datensätze von Jugendlichen. Zu deinem letzten Punkt. Ja. Ganz kurz, gerade eben auf der Internetseite. Die versehentliche Versendung von Daten an der Mailingliste. Wenn dann jetzt bei einem Newsletter von einer politischen Partei statt per PCC an alle Mitglieder geschickt wird, ist das das Gleiche? Ich denke, das geht in die gleiche Stoßrichtung. Weil die wissen ja nicht zwangsläufig voneinander, die Mitglieder. Ja, jetzt ja. Das war die Ja. Das passiert ständig. Also gerade im privaten Umfeld, jetzt wieder der Punkt mit dem Sportverein, da sind die Leute nicht so sensibel. Das passiert andauernd, dass man dann auf einmal alle Adressen hat. Interessant wird es dann halt, wenn es um irgendwelche Infos geht mit Gesundheit und spezielle Veranstaltungen und so, weil man dann eben daraus herleiten kann, dass irgendjemand Interesse daran hat aus diversen Gründen. Und deswegen ist die Idee, ist halt doof, soll nicht. Ja, dann habe ich umgezogen. Ich bin jetzt weg von WordPress. Juhu, ich mache es jetzt mit Hugo, weil der statische Webseitengenerator, den ich eigentlich haben wollte, der in Perl 6 geschrieben ist, nicht funktioniert hat. Der hat in Rakudo gemacht. Natürlich fange ich jetzt an, alles lokal zu machen, Webfonts, Kommentare, da eigene Diskus aus, damit ich die Daten nicht mehr habe. Das können die viel besser als ich mit meinem lokalen Geraffel. Da werde ich dann auch wahrscheinlich einen Vertrag abschließen. Die Datenschutzerklärung ist länglich. Könnt ihr mal gucken. Wer interessiert sich für drei Fragezeichen? Gut, da könnt ihr mal gucken. Und da ist jetzt schon. Könnte ich machen, da kriege ich aber Probleme mit dem Verlag, glaube ich. Die sind da sehr penibel. Ja, ich. Kurzer Ausflug. Ja. Nö. Ja, also ich habe beim Verlag tatsächlich gefragt, noch ein Exkurs, solange man drei Fragezeichen nicht in den Farben, die wir dann alle kennen, hinmalt, ist das in Ordnung. Also die Wortbildmarke ist an sich so geschützt mit dem Font in der Farbgebung. Die sind aber sehr Hüter der Marke. Die verklagen einander. Also Europa-Vertrag verklagt Sony, also Kosmos, der die Bücher verlegt hat, Sony verklagt, den die Hörspiele rausbringt. Das
Deswegen gab es sie ein paar Jahre nicht. Also HTTPS, hatte ich gesagt, ist Stand der Technik. Ich habe jetzt ein Zertifikat. HSTS habe ich auch angemacht, ist super. Und dann gucke ich doch mal nach. DC ist ein schwedisches Dings. Den Link findet ihr auch nochmal bei ACT. Könnt ihr mal gucken. Die sind sehr technisch unterwegs und sagen ziemlich genau, ob das denn in Ordnung ist, was auf der Seite da passiert. Doof ist halt noch, dass man den Referrer kriegt. Das sollte man mittlerweile auch was machen. Aus irgendwelchen Gründen hat man es ja damals toll gefunden, dass übertragen wird, von welcher Seite man gekommen ist. Jetzt könnt ihr auch überlegen, warum interessiert mich das als Datenverarbeiter, woher jemand gekommen ist. Für den Zweck, den ich eigentlich erfüllen möchte mit meiner Webseite, brauche ich das nicht. Also weg damit. Und diverse andere Dinge, das ist auch ganz, ganz lang. Mir fehlt noch ein bisschen was, aber immerhin habe ich jetzt schon Verschlüsselungen. So, das jetzt vielleicht noch ganz kurz. Ich nutze Spotify. Ich habe mal gefragt, welche Daten habt ihr denn von mir? Habe ein Archiv angeblich erhalten sollen binnen 30 Tagen. Das steht mit den 30 Tagen steht nicht in der Datenschutzgrundverordnung drin. Aber das ist so Best Practice wohl. Also alle sagen wohl, binnen eines Monats, wenn ihr, das könnt ihr mal machen, fragt mal die Organisationen, die eure Daten verarbeiten, die müssen euch binnen eines Monats antworten. Ja. Ich habe das bei Niantic gemacht, bei Ingress. war nicht der Einzige, es gibt einfach schon Tools, um die Daten dann auszuwerten. Toll. Man bekommt unter anderem, bei mir war es eine etwas über 100 Megabyte große CSV-Datei mit meinem kompletten Bewegungsprofil von den letzten dreieinhalb Jahren. Jede Aktion, die ich im Spiel gemacht habe, die GPS-Koordinaten sehr genau. Jede Chat-Nachricht, die ich im Spiel geschickt habe. Ja, sehr gut. Schlüssel und so, was ich halt gemacht habe. Und ja, es gibt Tools, um damit Karten-Overlays herzustellen und zu gucken, wo war ich schon überall und wo in meiner Stadt muss ich vielleicht nochmal hingehen. Für die Das ist Elasticsearch exportiert, allerdings für einzelne Bilder separate Dateien. Da kriege ich dann jeden Tag, wie ich es gehe, eine eigene Datei. Und in dem steht immer der XML-View und ich muss das also erstmal den Dateinamen irgendwie extrahieren, wie das hier heißt. Und dann in den Dingen CSV draus machen, oder sind das vollkommen over. Ja, da. Das muss maschinenlesbar sein, das ist eine Voraussetzung. Das ist in der Ordnung. Ja. Aber es muss irgendwie verwertbar sein. Denn die Folge, die man es normalerweise runterladen konnte, war übrigens eine CSV-Datei, kein Excel. Da konnte man auch sagen, seit den letzten, also bis zu maximal 30 Tagen. Das war die ganze Zeit schon möglich. Und jetzt beim neuen Export, da bekommt man dann immer seine ganze Historie. Das kann man auch ein paar Tage dauern, das ist dann die Geschichte. Da gibt es Leute, die sind ja dabei, ja, und die können das dann, wenn sie dann ein Update haben wollen, dann können sie wieder ihre ganze Historie. Das ist aber schon mal ganz gut. Also tatsächlich ist es so, das, was du gerade angesprochen hast mit dem maschinenlesbaren Format, das ist Artikelnummer, habe ich vergessen, aber der Grundsatz der Portabilität, man soll die Daten, die man zur Verfügung gestellt hat, zu einem anderen Anbieter umziehen können. Daran gedacht haben sie, dass man seine Bank wechselt, seinen Stromanbieter, sein Gaswasser, sonst was. Das, sowas. Sie haben, glaube ich, nicht dran gedacht, dass man von Spotify zu iTunes oder Deezer oder sonst was möchte. Auf jeden Fall, da steht tatsächlich drin, maschinenlesbar in einem gängigen Format. So, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe hier so ein Archiv gekriegt. Da steht drin, ja, ich habe dieses Familienabo, den Leuten folge ich, das hier sind meine Zahlungen, hier sind die Playlisten drin. Das hier habe ich mal gesucht. Hier ist meine Streaming-History, allgemein mein Profil. Und dann habe ich so, ich kann darauf klicken und dann sagt das Ding, speichert das in meiner Musikbibliothek ab. Das hier ist natürlich das Interessanteste. Das wollte ich eigentlich haben, den kompletten Verlauf, was ich so gehört habe über die Jahre. Ich bin schon ein paar. Ich hatte die Hoffnung, ich kriege das, was Last.fm über mich weiß. Last.fm, kennt das jemand? Die haben das früher exportiert, mittlerweile gibt es keinen Export mehr. Ich weiß nicht, warum. Da frage ich vielleicht auch nochmal nach. Aber die Streaming History,
Da sind 3 Monate drin. Das ist komplett untauglich. Ich will alles haben. Und zum Jahresende schreiben sie mir ja immer, hier, das hast du dieses Jahr gehört. Wie soll denn das funktionieren, wenn da nur 3 Monate drin sind? In diesen Archiven fehlt auch, wann ich die Lieder übersprungen habe, wann ich sage, will ich nicht mehr hören, gefällt mir nicht, das ist da alles nicht drin. Das haben die aber, sonst funktioniert deren Geschäftsmodell ja gar nicht. Die werten das ja alles aus. Also würde ich da nochmal nachfragen. Das hat schon mal jemand getan. Das geht so in die Richtung, was du gerade sagtest mit deinem Ingress. Der Mensch hat wohl genervt über längere Zeit, hat ein Archiv gekriegt und da ist alles drin, was man so getan hat. Unter anderem ist da auch drin, mit welchem Bluetooth-Kopfhörer man die Lieder gehört hat. Die machen AB-Testing. Da sind die Antwortzeiten deiner Reaktionen drin. Das passt ganz gut zu Spotify. Die Datei heißt wohl ABBA Response Time. Ganz viel anderer Mist ist da drin, wo man sich dann wirklich fragt. Also das ist ein Musikabspieldienst. Warum speichert der, mit welchem Bluetooth-Kopfhörer ich das gehört habe? Das finde ich... Ja, genau. Und das ist dann so, vielleicht wirkt das Ganze dann ja tatsächlich mal, dass es ein bisschen durchgeführt wird, dass man als Verantwortliches überlegt, brauche ich das wirklich, muss ich das speichern? Und wenn Sie es dann speichern, sollen Sie es mir bitte sagen in verständlicher Form. Als Skype-Experte sage ich dir, dass dann das Bottom nicht schwer ist. Ich weiß, was du gekauft hast, als gut war. Jetzt aber ziemlich blöde klingen, dir sagen kann, dass dein Bluetooth-Kopfhörer schon aus der Garantie ist, wenn man mit dem Modell die Erfahrung gemacht hat, dass der so nach 3 Jahren nicht mehr taucht, sonst von anderen Klingen. Sehr nett. Oder du warst zu viele Meter weg vom Sender. Oder hast du zu viele Schaustellen, das abgenutzt. Das klingt schon plausibler. Mein Kopfhörer wird jetzt auch ab. Entschuldigung, ich bin jetzt ja auch fertig. Also wenn ihr nichts mehr habt, gibt es jetzt Mittagessen. Aber nur eine halbe Stunde.